Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gammelsonntag, der Videoreihe, wo wir sonntags einfach ein bisschen gammeln und Spiele spielen, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Und heute spielen wir Keep Talking and Nobody Explodes. Und wir spielen nicht alleine, wir spielen mit dem Hamme. Hallo Hamme. Hallo Sascha. Es ist so, der Hamme ist ein alter Schulfreund von mir. Wir kennen uns schon ziemlich lang und haben ziemlich denselben Humor. Und ich habe gedacht, ich hole ihn hier ran für dieses Spiel. Er sitzt hier neben mir im Zimmer, das hört er vielleicht auch am Ton einfach ein bisschen. Er ist nicht über Skype oder Teamspeak oder so da, er sitzt direkt da und guckt mich an und lacht. Er sitzt links vom Mikro, ich sitze rechts vom Mikro. Deshalb hört ihr uns vielleicht ein bisschen, ja, sehr einseitig. Genau, das glaube ich ist richtig. Zum Spiel. Es ist ein Spiel, in dem man Bomben entschärfen muss. Und es funktioniert so, dass ein Spieler, das werde ich sein, den Bildschirm anguckt, wo die Bombe sein wird. Und ich muss diese Bombe am Hamme beschreiben. Und der Hamme hat das Handbuch, wie die Bombe quasi entschärft werden kann. Er darf allerdings nicht auf den Bildschirm schauen. Deshalb sitzt er auch mit dem Rücken zum Bildschirm neben mir quasi und hat das Handbuch in der Hand. Der Spaß ergibt sich daraus, dass natürlich die Zeit begrenzt ist und nach 5 oder 3 Minuten die Bombe explodiert und wir quasi so schnell wie möglich miteinander kommunizieren müssen. Das erste, was ich jetzt von dir brauche, lieber Hamme, ja, ist der Verifikationscode von der Anleitung. Und zwar haben wir die Anleitung Version 1? Ja, die haben wir. Und steht da ein Code drauf? Der steht drauf, das wäre 241. Okay, das sieht gut aus. Das ist mal ein Grund. Hey, nicht gucken! Der Flex. Ich krieg die Steuerung noch kurz erklärt. Ah, da haben wir eine Bombe. Okay, okay. Cut the blue wire, the top middle one. Okay, das habe ich geschafft. A new bomb was. Pick up the new bomb. Okay. Select the bomb is different. It has a second with a button. Das ist Bahnwende. Okay, ich hab's drauf. Rotate to inspect any of the sides. Ah, mit Rechtsklick. Okay. Deselect the bomb. Okay, ich kann's. Finish. Perfekt. Oh, da wird die Musik laut. Okay. Gehen wir mal in Control Tutorial. Die erste Bombe! Bist du bereit? Nein. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Also gut. Ich sehe hier schon die erste Bombe. Wir haben 5 Minuten Zeit. Okay. Wir haben 3 Module. Ja. Und wir dürfen 3 Fehler machen. Also ich glaube, wir dürfen 2 Fehler machen und beim dritten sind wir raus. Game over. Okay. So, ich drück mal Start. Dir ist aber bewusst, dass ich nicht der schnellste Leser bin. Ja, ja, das macht nichts. Okay. Ich bin auch nicht der schnellste Erklärer, glaube ich. Sehr gut. Okay. Oh, ich bin in einem dunklen Raum, 5 Minuten. Läuft die Zeit? Ja, die Zeit läuft. Also, wir haben 3 Module. Wir haben Kabelmodul. Ja. Wir haben ein Knopfmodul. Ja. Und ich habe so Glyphen, mit, also so Symbole. Ja, Thema Tastatur wird das sein, steht hier. Kann sein. Okay, alles klar, dann fangen wir mit den Kabeln an. Okay. Soll ich dir beschreiben, was ich sehe? Oh ja, bitte. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. Oh, scheiße. 2 davon sind rot und 2 davon sind schwarz. Ja. Und 1 ist gelb und 1 ist weiß. 1 ist gelb, 1 ist weiß. Ja. 2 rote. 2 rote, 2 schwarze, gelb und weiß. Okay. Pass auf. Wenn es keine gelben Kabel gibt, gibt es gelbe? Ich habe nicht zugehört. Ja, ich gebe gelb. Okay. Ansonsten, wenn es exakt ein gelbes... Gibt es ein gelbes? Ja. Und mehr als ein weißes? Nein. Ach, scheiße. Nein. Durchtrennt das vierte Kabel. War richtig, okay. Modulknopf. Ich habe einen blauen Knopf. Ja. Auf dem Abbrecher, also Abort, steht drauf. Okay, dann halte diesen Knopf gedrückt. Ja. Weißes Licht. Und lesen Sie, ob gedrückten Knopf loslassen. Gibt es irgendwo einen Punkt, gedrückten Knopf loslassen? Nee. Es gibt ein weißes Licht.
Weißt ist du? Angegangen, rechts nebendran. Moment nochmal, ich muss in Ruhe lesen. Ja, ja, lies, lies, lies. Wir haben noch 3,5 Minuten. Alles in Ordnung. Ah, da. Also, hast du den immer noch gedrückt? Ja, blauer Knopf. Ich habe ihn gedrückt und es ist ein weißes Licht angegangen. So also ein weißer Streifen? Ja, genau, genau, genau. Okay. Loslassen, wenn der Countdown eine 1 beinhaltet. Okay, okay, okay. Das kann ich. Ja? 3, 2, 1. Jawohl, erledigt. Okay, okay. Huh. Oh Gott. Griffen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, ja, ja. Tastatur nennt sich das. Tastatur, okay. Ja. Soll ich dir sagen, was ich sehe? Lass mich kurz lesen. Ja, sag mir, was du siehst. Also, ich sehe einen ganz normalen schwarzen Stern. Ja, okay. Ich sehe was, was aussieht wie ein Smiley. Zwei kleine Pünktchen, unten drunter ein Lachen und eine kleine Zunge, die da rauskommt. Ja, ja. Ich sehe ein ganz großes C, der Buchstabe C mit einem Punkt in der Mitte. Ja. Und ich sehe, was du im, wenn du im Word schreibst, so ein Cursor. Okay, 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 okay. Okay. Ich hab's, pass auf. Okay. Also, dann drück bitte erst den Smiley. Ja. Dann das C. Ja. Dann dieses Word-Zeichen. Ja. Und dann den Stern. Müsste sein. Jawohl, Bombe entschärft. Genau 2 Minuten hatten wir noch. Ja, mein Herz. Die Musik macht's halt auch nicht einfach, gell? Okay, die erste Bombe. Diffused. War das Level 1? Das war Level 1, okay. Scheiße. Es wird nur schwerer von dir. Aber gut gemacht. Ich habe gedacht, wir failen bestimmt gleich beim ersten Mal. Ja, das ist sehr kompliziert geschrieben, muss ich sagen. Vor allem, wenn man es noch nie durchgelesen hat, die anderen. Es ist halt auch eine Fan-Übersetzung, weil offiziell gibt es nur auf Englisch. Okay. Und es gibt aber für jede Sprache inzwischen eine Fan-Übersetzung, weil es einfach so beliebt ist. Verstehe. Okay. Trotzdem gut gemacht. The Basics. Something old, something new. Bereit? Nein. Wir haben wieder 5 Minuten, wir haben wieder 3 Module und wir haben wieder 3 Strikes. Ja, okay. Okay, ich leg los. Es ist mir nicht gestattet, die Anleitung zu sehen. Oh Gott, ich befinde mich in einem dunklen Raum, die Bombe liegt auf dem Tisch, ich nehme sie auf. Jetzt, die Zeit läuft. 3 Module. Wir haben wieder die Tastatur, wir haben einen Knopf wieder. Und wir haben was Neues. Das sieht aus wie so ein Radar mit einem Schiffe versenken Spiel. Radar mit Schiffe versenken. Aber lass uns erstmal Tastatur machen. Okay, ja. Die ist einfach. Genau, da sind wir schon drin. Genau. Ich sag dir wieder, was ich hab. Ja. Ich habe ein umgedrehtes Fragezeichen. Ein Ja. Ich habe das C mit dem Punkt, aber es zeigt in die andere Richtung dieses Mal. Ja. Also gerade spiegelverkehrt quasi. Okay. Ich habe ein großes O mit einem kleinen Penis unten dran. Großes O mit kleinem Penis? Jawohl. Gerade ein Schniedel unten raus beim O. Großes O mit kleinem Penis. Ah, ja. Genau. Und dann habe ich was ganz Kompliziertes. Das sieht aus wie ein Schreibschrift H oder X mit einem kleinen Haken. Mit einem Häkchen unten runter? Okay, alles genau, klar. Genau, genau. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen wieder die richtige Reihenfolge. Einmal O bitte mit Penis. Penis O? Ja. Dann das umgedrehte C. Jawohl. Dann das H. Jawohl. Und dann das Fragezeichen bleibt ja nur noch übrig. Genau, entschärft. Okay. Perfekt. Dann der Knopf. Knopf? Knopf? Ja. Ah, Thema Knöpfe. Genau. Okay, so. Es ist ein blauer Knopf. Ja. Und auf ihm steht Press, also dass ich ihn drücken soll. Okay, Moment. Wenn der Knopf. Okay, er ist blau. Ja, er ist blau, genau. Wenn der Knopf blau ist, andere waren. Batterie, weiß. Okay, dann einmal anklicken und festhalten, glaube ich. Wird weiß? Er wird weiß, dann loslassen, wenn der Countdown eine 1 beinhaltet. Okay. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Jawohl, entschärft. So, und jetzt haben wir noch dieses komische Schiffelversenken etwas. Ja, da muss ich kurz blättern. Ja, das sieht aus. Also ich habe 2 grüne Positionen. Bringt mir nichts, weil die Anleitung ist schwarz-weiß gedruckt. Okay, ja, das stimmt.
Die gibt es übrigens auch noch schwarz-weiß. Okay. Das ist so ein, weißt du, wie so ein Gitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Ach ja, ich hab's. Labyrinth nennt sich das. Okay, Labyrinth, also. Oh, damn. Wir haben noch genau 2,5 Minuten, Hälfte der Zeit. Kriegen wir hin. Okay. Soll ich dir sagen, was ich hab in diesem Labyrinth? Ja. Also, ich hab 6 auf 6 Punkte, ne? Ja. Quasi. Ganz oben links, geh mal mit deinen Augen dahin. Der erste Punkt ganz oben links. Ja. Rechts davon, ja, ist ein rotes Dreieck, das sich dreht bei mir. Und unten drunter, also wieder oben direkt links. Direkt senkrecht drunter. Oh, senkrecht von oben links drunter. Ja. Ist ein grüner Kreis. Okay. So, ich habe noch einen grünen Kreis. Der ist, wenn du mit deinen Augen nach oben rechts gehst. Ja. Von wo nach oben rechts? Wenn du ganz oben rechts bist mit, ja, deinen Augen, gehst du 1, 2 runter und da ist der andere grüne Kreis. Okay. So, und jetzt habe ich noch ein weißes Quadrat. Scheiße. Geh mit deinen Augen in die unterste Reihe, ganz runter. Ja. Und dann 2 nach rechts. Also von ganz links aus 2 nach rechts. Und 1 hoch. 2 nach rechts und 1 hoch. Da ist ein weißer. Ja. Genau. Das war's, mehr habe ich nicht. Okay. 1 Minute 15. Scheiße. Pass auf, ich muss hier kurz lesen. Finden Sie da eine Markierung? Also du musst, Aufgabe ist, das weiße Licht zum roten Dreieck zu führen. Okay. Und zwar okay. mit den Knopftasten. Ja, die habe ich. Also Pfeile meine ich natürlich. Ja. Ach du Scheiße. Und ich habe jetzt hier 9 verschiedene Labyrinthe mit jeweils verschiedenen Punkten. Die muss ich zusammenwürfeln. Okay, wir müssen das Licht zum, also wo ist das weiße Licht nochmal? Das weiße Licht ist, wenn du in der untersten Reihe ganz links bist. Ja. 2 nach rechts und 1 hoch. Okay. Und wo müssen wir hin? Wir müssen, wenn du mit den Augen ganz oben links bist, ja, 1 nach rechts. Okay. 30 also, Sekunden. Vergiss es. Hoch? Nein. Erster Strike. Was? Echt? Ja. Bist du nach oben gegangen? Ja. 15 Sekunden. Oh mein Gott. Nein. Wir werden alle sterben. Geht mal nach oben. Ich blick's nicht. 6. Nein, vergiss es nicht. Ja. Hab's nicht durchschaut. Keine Ahnung. Drück nach links, nach rechts. Ah, fuck! Scheiße. Wir sind alle tot. Okay, lass mich das mal kurz durchlesen fürs nächste Mal. Gott, also hier stehen 2 Punkte. Einmal finden Sie das Labyrinth mit den passenden Markierungen. Das Problem ist, entweder hast du es falsch erklärt oder ich falsch verstanden. Okay. Oder es ist hier nicht abgebildet. Okay. Das heißt, die Markierungen sind quasi die, wo ich sehe, die 2 grünen Punkte. Also nicht rot und nicht weiß. Warte mal kurz. Von grün steht ja eigentlich gar nichts. Genau, aber du hast ja 2 Markierungen. Und du hast rot und weiß, wo sie dir sagen, ne? Ja. Genau, dann müssen ja die anderen, müssen quasi die Markierung sein. Also die grünen bei mir. Ah, ja, man sollte halt lesen lernen. Komm, wir probieren es nochmal. Finden Sie das Labyrinth mit den passenden Markierungen. Okay, also die grünen Markierungen, auf die hätte ich achten sollen. Ich habe jetzt auf das Rote und auf das Weiße geguckt. Okay, jetzt wissen wir es. Machen wir weiter. Ich mache Retry. Okay. Es geht los. Bereit? Beim Labyrinth wieder? Nee, oder ganz von vorne? Ganz von vorne. Okay, alles klar, cool. Oh, wir haben, oh Gott, es läuft schon. Ich habe 3 Module. Ja. Ich habe wieder Tastatur, ja, wieder Knopf, ja, und diesmal noch was Neues wieder. Also oh, okay, machen wir erstmal Tastatur, oder? Ja. Okay, ich habe wieder das Word-Zeichen. Ja. Ich habe wieder das Smiley von der ersten Bombe. Ja. Ich habe, oh Gott, sieht aus wie eine komische 6 oder ein O mit einer Augenbraue. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Wie eine 6, die eine aufs Dach gekriegt ist hat. Ist Mü. Ja, nee. Das ist doch so ein griechisches Zeichen. Ja, genau, so sieht es aus. Hat man Mathe gehabt. Nee, ist kein Mü. Okay, ja. Und dann habe ich als letztes wie ein X, nur dass es auseinandergezogen wurde und in der Mitte noch ein I drin steht. Okay, quasi ein K, einmal umgedreht und einmal richtig und nebeneinander. Genau, gespiegelt und unten rechts hat es noch ein kleines. Okay, alles klar, dann drücke ich die 6, dann das Word. Ja. Dann dieses K-Dings und dann den Smiley. Jawohl, entschärft. Okay, okay, Button. Das sind wir so. Knopf. Yeah, boah, das war eins vorne. Ja, okay. Also, los. Der Knopf ist dieses Mal weiß.
Okay, Moment. Und es steht auf ihm drauf, Press, also drücken. Okay, dann Press und halt ihn gedrückt. Blaues Licht geht an. Counter loslassen, wenn die 4 angezeigt wird. Jawohl, entschärft. Okay, so, jetzt haben wir noch das Neue und wir haben noch 3,5 Minuten. Okay. Ah, das Neue ist ein kleiner Monitor. Auf dem kleinen Monitor steht eine Zahl. Und unter diesem Monitor sind 4 Zahlen-Buttons, die ich drücken kann quasi. Ja. Thema Memory heißt es. Memory, okay, oh Gott. Fuck. Habe ich immer versagt als Kind. Ich auch. Also auf dem Monitor steht eine 2. Okay, pass auf. Lies dir mal vor, was hier überhaupt steht. Oder, nein, ist das darf. Okay, alles klar. Monitor steht eine 2. Genau. Okay. Dann drückst du. Ah, Runde 1, okay. Dann drückst du. Drücke den Knopf in der zweiten Position. Jawohl. Okay. Jetzt zeigt der Monitor eine 4. Dann drückst du aus der die gleiche Position wie gerade eben einmal anklicken, also 2. Okay. Jetzt zeigt der Monitor wieder eine 2. Drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Runde 1. Okay. Nein! Ach, wie in Runde 1? Scheiße! Ah, ich habe wie in Runde 2. Okay, nochmal von vorne. Du musst dir von vorne. Die Zahlen merken. Also, von vorne, Runde 1 wird dann neu. Wir haben eine 2 auf dem Bildschirm. Okay, dann Knopf auf der zweiten Position drücken. Du musst dir merken, welche Zahl dahinter steckt. Jawohl, habe ich. Okay. Was steht jetzt da? Eine 2 wieder. Eine 2, die gleiche Position wie in Runde 1. Okay. Wir haben eine 1. Knopf drücken mit derselben Aufschrift wie Runde 2. Jawohl. Wir haben eine 4. Den Knopf drücken mit derselben Position wie Runde 2. Jawohl. Leck. Wir haben eine 1. Knopf drücken mit derselben Aufschrift wie Runde 1. Woo! Fuck you, Alter! Also Memory ist ja mehr eine Aufgabe für dich dann als für mich. Oh shit, Mann. Sich den ganzen Fakt zu merken. Leg mich fett, Mann. Oh. Wir hatten noch 1 Minute und 6 Sekunden. Ah ja, locker. Easy, nächstes. Easy. Das ist geil. Das macht voll Fun, Alter. Okay. Double your money, 2.2. Ach du Scheiße. Wir haben 5 Minuten. Ja. 6 Module. Ach du Scheiße. Und 3 Strikes. Okay? Okay, wir sind tot. Also, stell dir vor, es ist ein Kindergarten. Voller kleiner behinderter Kinder. Wir müssen sie alle retten. Streng dich an. Jetzt. Warum müssen das behinderte Kinder sein? Damit es noch tragischer ist. Ja, streng dich an. Dann mach Hundebaby. Es ist im Tierheim, unten drin. Okay. Im Keller. Jetzt bin ich voll dabei. Okay, 6 Module. Ja. Bereit? Ja. Wir haben 2 Buttons. Ah, das ist easy. Wir haben 2 Buttons, wir haben 2 Kabel und wir haben 2 Tastaturen. Ja, locker flockig. Mit was willst du anfangen? Mit den Kabeln. Okay, machen wir Kabel. So. Ich fange mal mit dem hier an. 4 Kabel. Ja. 2 weiße, ein rotes und ein blaues. Okay, pass auf. Gibt es ein blaues? Ja. Nur eins? Ja. Dann schneide das erste Kabel durch. Jawohl, war richtig entschärft. Perfekt. So, nächstes Kabelrätsel. Ja. 5 Kabel. Ja. Ein blaues. Ja. Ein gelbes. Ja. 2 rote. Ja. Und ein schwarzes. Ist das letzte schwarz? Nee, vorletzte. Scheiße. God damn. Gibt es mehr als ein rotes? Ja. Und mehr als ein gelbes? Nein. Ich würde jetzt sagen, durchtrenne das erste Kabel. War richtig. Puh. Tastatur? Geraten. Penner. Tastatur. Go, go. Ja. Bitte also, ich sehe einen. Ich sehe wieder das X mit dem I in der Mitte. Oder das K, hast du das, glaube ich, genannt. Ja. Ich sehe einen, einen Sternumriss. Ja. Ich sehe was aussieht wie ein halbes Gürteltier.
Ja, ich hab's. Und ich sehe einen roten Sack mit einem mit einer Augenbraue. Mit einem Mikropenis. Ja. Ja. Okay. Also, dann erstmal den roten Sack. Ja, dann das durchgetrennte Gürteltier. Ja. Dann das K und dann den Stern. Entschärft. Nächste Tastatur. Ich habe wieder die verdatschte 6. Ja. Ich habe ein Omega. Sascha. Ein O mit Füßen, ja. Ein Omega. Ich habe einen Kerzenständer mit. Okay, ja. Okay, und ich habe sowas, was aussieht wie ein H und ein N und oben drüber schwebt irgendwas. Okay, alles klar. Dann die 6. Ja. Dann dieses, diese Mistgabel oder was das war. Ja. Dann dieses komische N, H. Ja. Und dann das Omega. Okay, so, entschärft. Bombe wird gedreht. 2 Minuten 40. Wir haben noch zwei Buttons, zwei Buttons, Knöpfe. Buttons. Ich habe immer so viel Blätter. Ich habe einen blauen und einen weißen. Mit welchem will ich anfangen? Blau. Okay. Was steht drauf? Abbrechen. Abort. Okay. Gedrückt halten. Ist gedrückt. Blaues Licht geht an. Okay, bei einer 4 loslassen. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Entschärft. Okay. Weißer Button. Okay, Moment. Ja. Drauf steht auch wieder Abort abbrechen. Also Abort steht drauf. Ich weiß nicht, ob es in der Anleitung Deutsch oder Englisch steht. Ja, ja, ja. Bei mir steht es Englisch. Okay, Abort steht drauf. Einfach drücken. Einfach. Moment, Moment. Wir haben noch 1,50, kann schon Zeit lassen. Also die letzte? Das letzte Mal? Ist welche, ja. Okay. Okay, draufdrücken und halten wieder. Blaues Licht. Blau heißt wieder bei einer 4 loslassen. Okay. Naja. Too easy. Das war aber echt, da haben wir glaube ich Glück gehabt. Dieses Mal. Das ist das immer noch Level 1 oder wie wird das gestaffelt? Nee, das ist Schwierigkeitsgrad. Das ist Level 2, aber Level 2 hat Unterpunkte quasi. Also, warte mal, ich sag's dir. Level 1 war nur diese eine Bombe ganz am Anfang, ne? Die erste. Ja. Und das ist jetzt Level 2. Ja. Und das hat so den Übertitel The Basics. Und es hat 2.1 bis 2.4. Und es war 2.2 war das jetzt. Das heißt, das Schlimmste kommt das noch. Ja, jetzt kommt 2.3, das heißt One Step Up. Okay. 5 Minuten Zeit. 4 Module. Ja. Und 3 Strikes. Okay. Bereit? Ja, locker. Locker flockig, locker flockig. This screen is for your eyes only. You are not allowed to look at the bomb defuser manual. Oh Gott, wir sind schon wieder im Tierheim. Ich sehe es genau. Oh Scheiße. Es sind behinderte Babytiere. Oh nein. Level up. Oh Gott, die Zeit läuft. 4 Module. Ja. Ich habe Tastatur, ja. Knopf, ja. Simon Says, oh. Und den Bildschirm mit Memory. Okay, dann machen wir mal Tastatur vielleicht. Das sind schon Profis. Ich habe wieder das Word-Zeichen. Ja. Ich habe das gespiegelte K oder X mit dem I in der Mitte. Ja. Ich habe ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Und ich habe was, was aussieht wie ein Druckschrift kleines B mit einem T innen drin. Okay. Word, dieses BT, das umgedrehte K. Und was fehlt noch? Das andere, das letzte. Dann das Fragezeichen. Okay, entschärft. Alles klar. Button. Knopf. Ja. Knopf ist gelb. Moment. Knopf ist gelb, 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 gelb. Drauf steht Hold. Ja, dann drück und hold. Ich hold, das ja. Licht wird weiß. Weiß, dann loslassen, wenn eine 1 kommt. Ah, fuck. Da war sie gerade. Kurz warten. Als nächstes dann Memory. Okay. Ist entschärft. Okay, Memory. Sehr gut. Auf dem Bildschirm steht die 2. Moment, ich muss das wieder finden. Da, Memory. Auf dem Bildschirm steht die 2. Okay, das heißt, drücke den Knopf an zweiter Position. Jawohl. Ich kriege eine 2. Gleiche Position nochmal klicken. Jawohl. Ich kriege eine 4. Drück den Button mit einer 4 drauf. Jawohl. Ich kriege eine 4. Dieselbe Position wie in der zweiten Runde anklicken. Jawohl. Gute letzte Runde kriegen wir die 4.
den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Runde 3. Nein! Fuck, von vorne. Ich war mir sicher, Mann. Nochmal Runde 1? Ja, Runde 1. Ach, wir haben eine 3. Das heißt, dritte Position. Jawohl. Eine 2, sorry. Selbe Position nochmal wie Runde 1. Ja. Wir haben eine 4. Der Button mit 4 draufklicken. Jawohl. Wir haben eine 1. Selbe Position wie bei Runde 1. Ach du Scheiße. Ja. Nein, Scheiße. Ja. Okay, und wir haben eine 1. Selbe Position wie Runde 1. Also gleich nochmal. Okay, 2 Minuten für Simon Says. Okay. Simon Says. Da blinkt ein grünes Licht. Falls er das was bringt. Das ist das Einzige, was es macht, von daher muss es dir was bringen. Einer der 4 farbigen Knöpfe wird blinken. Genau, grün. Grüne. Okay. Ja. Okay, ich muss dir sagen, wenn du als nächstes drücken musst. Ja. Okay, du musst immer wieder die gleiche. Okay. Du musst immer wieder wiederholen von vorne. Okay. Also, grün blinkt. Ja. 1-10. Was heißt, wenn nur drück die gelb, ist gelb. Die grünen auch oder nur gelb? Jetzt erstmal glaube ich nur gelb. Okay. Die Zeit läuft schneller. Scheiße. Warte mal kurz. Ja, dann wird es grün-gelb sein, oder? Ah, es geht noch um eine Seriennummer. Ah, ja. Was sagt die Seriennummer? Die Seriennummer sagt D5NAA3. Enthält die einen Vokal? Ja. Okay. Okay, dann. Oh, das blinkt grün. Ja. Wie viele Treffer haben wir denn? Hier steht 0 Treffer, 1 Treffer, 2 Treffer. Wir haben 2 Strikes. Falls es darum geht. Vielleicht. Aber es ist eh gelaufen. 5 Sekunden. Ja, drück mal gelb. Dann haben wir gleich. Okay. Haben wir schon. Wir sind tot. Und die behinderten Babykinder Elefanten. Das waren Hunde. Ah, dieses Simon Says, Mann, das ist ein Scheiß. Das habe ich schon als Kind gehasst. Ich muss mir das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Time ran out. Okay. Ich darf es ja nicht laut vorlesen. Nee. Ich darf es ja nicht wissen, sonst könnte ich es ja selber lösen. Ja. Komisch. Okay. Ein Vokal ist ein Selbstlaut. I-O. Ja. Yeah. Ja, es waren 2 A's drin auf jeden okay. Fall. Okay. Es gibt nämlich 2 Tabellen an denen ich ablesen muss, welche Reihenfolge gedrückt werden muss. Okay, und ich mache jetzt einfach Retry, vielleicht kommt er dieses Mal gar nicht mehr. Jetzt geht's ab. Vielleicht kommt ja was anderes. Ist ja random, hey. Random cool, hey. Ah, wir haben versagt, gell? Wir sind wieder im Baby-Tier-Kindergarten. Ach fuck. Ach Gott, was ist denn? Oh Gott. Was also, 4 Module. Ja. 3 Kabel. Fangen wir mal damit an. Ja, Kabel. Ja. 3 Stück. Schwarz, blau, rot. 3 Stück? Ja, schwarz, blau, rot. Durchtrenne das letzte Kabel. Entschärft. So, Button, Knopf. Ich dachte, es sind mehrere Kabel. Nein. Ein Modul mit 3 Kabel. Okay. Button. Knopf. Da bin ich. Knopf ist gelb. Gibt's immer meistens zu lesen. Knopf ist gelb. Da steht drauf Press. Dann halt ihn gedrückt. Rotes Licht. Loslassen, wenn eine 1 kommt. Entschärft. Okay. So, jetzt haben wir 2 neue. Also wir haben Simon Says und wir haben aber was anderes Neues noch. Probieren wir das neu. Auf dem Neue, da steht oben ein Wort. Yes. Und dann habe ich 6 andere Wörter, die ich drücken kann. Denkfelder, okay. Ja. Das Thema nennt sich Wer ist Erster? Wer ist Erster? Also in oben drin steht Yes. Yes. Okay. Ja. Okay. Okay. Und ich muss jetzt den zweiten Schritt ermitteln. Okay, was?
In der linken Spalte, in der Mitte, was steht da für ein Wort? Da steht auch yes. Da steht auch yes. Ernsthaft? Ja. Linke Spalte, in der Mitte. Mittlere Zeile, yes. Okay, dann drück den mal den Knopf. Strike. Neues Wort. Lead. L-E-A-D. L-E-A-D? Ja. Okay. Hier geht's nämlich. Ah, okay. So. Rechts unten, drück mal den. Da steht ready. Soll ich den drücken? Ja, ich denke schon. Okay, dann blick ich's nicht. Das war unser letzter Strike. Jetzt sind wir dann tot. Oben steht nothing. Ah, vielleicht muss es gar nicht drücken. Ah, okay. Jetzt. Also nothing. Pass auf. Okay, was steht in der linken Spalte in der Mitte? Mit ganz vielen H's. 1, 2, 3, 8 H's. Ernsthaft? Ja. Links, linke Spalte in der Mitte. Ich hab kein U. Soll ich dir sonst schon was vorlesen vielleicht? Ich brauch das, was oben steht. Nothing. Oben steht nothing. Ja. Ah, das brauche ich. Okay. Genau. Und jetzt in der Mitte. Linke Spalte. Linke Spalte. Mitte steht U. U-H-H-H. Den ganzen so aus. Scheiße, echt? Fuck! Eine Minute. Sollen wir Simon Says probieren so lang? Dann haben wir was gelernt. Ja, vielleicht. Komm. Also, Simon Says, das blaue Licht blinkt. Und ich hab eine Seriennummer mit A, also mit Vokal drin. Okay. Zu drückender Knopf, null Treffer. Ich glaube, da sind wir jetzt. Und so blau blinkt. Blau blinkt, ja. Blaues Blinken, also musst du rot drücken. Jawohl, war richtig. Jetzt blinkt blau-gelb. Blau-gelb? Ja, definitiv blau-gelb. 5 Sekunden. Das ist zu hoch für mich. Da gehen wir down. Lies es dir mal noch durch. Aber diesmal hat es auf jeden Fall gestimmt, der Anfang. Ja. Gut, die Anfang, die Logik vom Anfang war die gleiche wie vorhin, als es nicht geklappt hat. Ja. Eine Vielfalt wird blinken. Ja gut, hier steht, du drückst dann den Knopf, den ich dir sag, und daraufhin blinkt wieder der erste, gefolgt von dem neuen. Genau. So wie es der Fall war. So war es, ja. Und dann soll man diese Sequenz wiederholen mit Hilfe der Farbtabelle. Okay. Die ich dir vorlesen muss. Und blickst trotzdem nicht auf. Blau-gelb wäre es dann quasi gewesen. Hast du dann da eine Tabelle, wo zwei Farben drinstehen? Ich habe eine Tabelle, die Spaltenbezeichnungen sind jeweils rotes Blinken, blaues Blinken, grünes oder gelbes. Und drunter jeweils in den Zeilen steht dann, welcher Knopf als nächstes gedrückt werden muss. Wow, das klingt kompliziert. Dann kommt aber noch irgendwie eine Zuordnung bei 0 Treffern, bei 1 Treffern oder bei 2 Treffern muss ich einen anderen Knopf drücken wie... Okay. Und in welche Treffer jetzt da gemeint sind, das ist mir noch Rätsel. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich was Falsches gedrückt habe, ist das ein Treffer? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Wir probieren es nochmal. Also, ich habe eine Bombe. 5 Minuten, 4 Module. Ja. Auf geht's. Kabel. Okay, das ist immer. Oh Gott, wir haben das Schwerste vom Schwer. Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabel. Ja. 2 gelb. Ein schwarzes, ein blaues, ein weißes, ein rotes. Okay, pass auf, das sind keine gelbe, nein. Gibt es ein gelbes? 2. Okay. Gibt es rote? 1. Ach, du trenn einfach das vierte Kabel jetzt, ne? Jawohl, okay. Knopf. Ja. Knopf ist rot und sagt Hold. Moment. Gelb, rot, Hold. Draufklicken und loslassen.
Einfach draufklicken, loslassen. Ja. Okay, entschärft. Simon Says oder Memory? Mach Memory. Memory, also. Du musst es aber erst finden. Mann. Genau. Wir haben auf dem Bildschirm eine 4. Das haben wir letztes Mal schon verkackt. Ja. Wir haben eine 4. Ja. Okay. Dann an dem Knopf aus der vierten Position halten. Okay. Wir haben nochmal eine 4. Dann die gleiche Position wie gerade eben. Drücken und halten. Okay. Wir haben eine 2. Wir haben die 2. Dann die gleiche Position wie bei Runde 1. Nein, oh, nicht die Position, Entschuldigung. Scheiße. Den Knopf in der jetzt gleichen... Jetzt ist schon vorne, von vorne. Okay. 1. 1 heißt, zweite Position. Okay. Wir haben eine 4. 4 bedeutet... Die gleiche Position nochmal. Ich muss schneller lesen hier, furchtbar. Oh Gott, ich kann es nicht merken. Gerade eben, das gleiche, was du gedrückt nochmal, hast. Nochmal eine 4. Button mit Aufschrift 4 drücken. Okay, okay, okay. Wir haben eine 1. Die gleiche Position wie in der ersten Runde. Ah, okay. Wir haben eine 3. Das heißt, den Knopf mit der gleichen Aufschrift wie in der Runde 4, also in der gerade eben. Oh shit, was war das? Und was hast du gedrückt? Ich weiß nicht mehr. Nein! Anscheinend nicht. Fucking hell, wir haben eine 2 in der ersten Runde. Scheiße. Dann zweite Position. Okay. Dann, was haben wir jetzt? Eine 2. Das gleiche nochmal. Gleiche Position. Okay, okay, okay. Wir haben eine 4. Button mit 4. Jawohl. Wir kriegen eine 2. Button mit der ersten Position. Jawohl. Und wir haben eine 2. Das Button mit derselben Aufschrift wie Runde 2. 2, 2, 4, 2. Oh. Ups. Oh ja, ich hab's. Boom. Ich dachte, es war 2, 2, 4, 2. Nein, oh, ich weiß nicht, was es war. Mann, darf man sich da was aufschreiben? Ja, komm, nimm den Zettel, ganz im Ernst. Das ist ja oberhart, Mann. Ich will jetzt noch eine Bombe entschärfen. Feuer ich nicht auf. Komm mal her, hier ist ein Zettel, ich schreibe mir das jetzt auf. Ich kann es mir ja auch beim Bombenentschärfen auf die Hand schreiben. Okay, bereit? Immer, allzeit bereit. Letzte Bombe, Baby. Puh. Okay. Obwohl, wenn wir die schaffen, ich würde gerne das Level 2 würde ich schon gerne abschneiden. Ja, das glaubst du aber. Also, es geht los. Ja. Wir haben Keyboard, Tastatur, meine ich. Was? Ach. Ja, komm, fangen wir damit an. Wir haben wieder das O mit dem kleinen Schniedel. Ja. Wir haben das umgedrehte C mit dem Punkt in der Mitte. Wir haben ein Lambda. Das ist von Half-Life, dieses kleine. Ja, Half-Life hilft mir weiter. Und dann haben wir. Ist egal. O mit Strich. Okay. Lambda, dann ist etwas, was du mir nicht erklärt hast gerade eben. O mit Strich und Lambda ist falsch. Mhm. Also O mit Strich ist korrekt, aber Lambda ist nicht das zweite. Wir haben ein umgedrehtes C mit Punkt drin. Ja. Wir haben das Lambda und wir haben eine Pyramide mit einem T innen drin. Ich bin so behin. Ja, okay, das O. Ja, das dann ist eingeloggt. Pyramide, Lambda C. Lambda C. Okay. Denkfehler. Passt. Wir haben einen Knopf. Einen weißen. Einen weißen. Wenn der Knopf weiß ist. Ja. Auf dem steht Press. Auf dem steht Press. Lass mich kurz lesen. Drück mal und lass ihn gedrückt. Weißes Licht geht an. Und bei einer 1 loslassen. Ah, fuck. Ah, okay. Jetzt sind wir gerade bei der 9. Ah, scheiße. Jawohl, entschärft. Memory. So, hast du was zu schreiben? Ich hab was zu schreiben. wir haben eine 3. Wir haben eine 3, okay, dann drückst du die dritte Position. So, das ist eine 4. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Jawohl. Ja. Dann kriegen wir eine 3 nochmal. Den Knopf in der ersten Position. Okay, das ist eine 1. Jawohl.
Dann haben wir eine 4. Button mit 4? Ja. Ja, achso, drücken, achso, den Button mit 4 drücken, ja, sorry. Okay. So, wir kriegen die 1. Den Knopf mit der Position wie in Runde 1. Jawohl. Okay, und jetzt haben wir noch die 3. 3 heißt den Button mit derselben Aufschrift wie in Runde 4. Selbe Aufschrift wie Runde 4, das war die 2. Fick dich, Memory! Mein Zettel ist besser als du, Alter. So, Mann. So, jetzt haben wir noch Simon Says. Ich guck nach der Seriennummer, oder? ULS, ja, U ist ein Vokal. Okay, wie viel Zeit haben wir denn noch? 1 Minute 40 Sekunden. Und das ist das letzte jetzt? Ja. Okay, lass mich nochmal kurz in Ruhe lesen. Okay, gut. Was blinkt? Grün. Wir haben Vokal drin gehabt, gell? Ja. Okay, grün. Dann drückst du gelb. Fuck! Fuck. Wir haben 2 Strikes jetzt. Ah, vielleicht muss nein. Man das... 2 Strikes wäre auch gelb. Jetzt haben wir 2. Gerade eben hatten wir 1. Ah, okay. Dann, ja, okay. Dann drück jetzt gelb. Dann jetzt gelb. Ja. Jawohl, jetzt ist richtig. Okay, was? Grün, grün. Grün, grün. Und wir haben 2 Strikes. Scheiße, mach gelb. Jawohl. Es blinkt. Komm schon. Wieder grün, grün. Dann bleiben wir bei gelb. Jawohl. Es blinkt. Blinkt doch schneller, Fotzending. Wieder grün, grün. Gelb. Oh, 10 Sekunden. Es blinkt. Grün, grün. Gelb. Ach, komm schon. Das war, weil Zeit abgelaufen war. Ach, scheiße. Es hat immer aber jetzt wissen wir wenigstens. Jetzt wissen wir wenigstens. Also komm, nochmal. Fucking fuck. Scheiße. Also ich muss dir die Seriennummer sagen und die Strikes. Die ja, schon du weißt ja mittlerweile, die Seriennummer interessiert mich nur, ob sie ein Vokal hat. Genau, okay, alles klar. Okay, neue Bombe. Mhm. 5 Minuten. Mhm. Wir haben Kabel. Ja. Oh, wir haben 2 schwarze. Also wir haben insgesamt 6, Entschuldigung. Ja, wir haben zwei schwarze, 3 weiße und 1 gelbes in der Reihenfolge. Gibt es 1 gelbes? Ja. Und mehr als 1 weißes? Ja. Durchdrehen das 4. Kabel. 1, 2, 3, 4. Entschärft. Wir haben Tastatur. Ich habe seit der Schule nie wieder so viel gedacht wie heute. Tastatur. Wir haben Smiley mit der Zunge raus. Ja. Wir haben ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Wir haben wieder das auseinandergezogene X mit dem I in der Mitte. Das ja. Und jetzt haben wir was ganz Neues. Links ist ein Strich. Okay, klick erst das komische Zeichen. Welches? Das, was du jetzt erklären wolltest. Das mit dem Tintenfisch. Ja, was immer, mit dem Dreieck. Mit so ja, genau. Ja, das okay. Drückst du. Okay, habe ich. Dann das K, ja. Dann das Fragezeichen, ja. Dann Smiley. Okay, entschärft. So, wir haben ein Labyrinth. Oh. Sollen wir das machen? Ja, bitte. Okay. Ich sag dir zuerst die Markierung, die grünen jetzt, oder? Ja, ganz genau. Die muss ich wissen. Also, letzte Reihe. Unten, meine ich unten. Letzte Zeile. Untere Zeile. Man macht Zeilenspalten, okay. Ja. Untere Zeile. Ja. Wenn du von links ausgehst, 1, 2, 3. Das ist der dritte, okay. Also, der vierte eigentlich, von links. Du gehst 3 rüber. Der vierte von links, der dritte von rechts. Genau. Okay, ja. Und die andere Markierung ist... In der dritten Zeile ist das zweite von rechts. In der dritten... Ja, genau. Okay, perfekt. Oh, leck. Okay. So. Und genau da unten drunter ist auch das rote. Da drunter ist das rote, okay. Und wo ist das weiße? Das weiße ist vom roten... Ja. 2 nach links und 1 runter. Ah, okay. Das heißt, geh 1 nach links. Ja. 1 runter. Ja. 1, 2, 3, 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4 nach rechts, jawohl. Ja, 1, 2, 3 nach oben. 1, 2, 3 nach oben. 1 nach links. 1 runter. Entschärft. Wuhu. So, und jetzt haben wir wieder unser Zahlenspiel mit den 6 Buttons unten drunter. Nicht Zahlen, Entschuldigung, unser Wort. Wo oben ein Display ist mit einem Wort. Und dann sind unten drunter 6 Buttons, die ich drücken kann mit Wörtern drauf. Ah, das war das. Okay, warte, lass mich suchen.
Und wir haben noch 2 Minuten 30, also okay. Die Hälfte der Zeit. Ja, das kriegen wir hin. Also was steht oben in dem großen Button? Red, wie die Farbe Rot. Red, R-E-D. Okay, was steht in der rechten Spalte in der Mitte? U, J, also Y-O-U, U. Okay. Das ist eine Dauerschleife, warte mal. Wie viele Schritte gibt es denn? Weiß man das? 1, 2, 3, so wie es aussieht. Ah, hier geht's weiter. Das sind ja mehrere Seiten. Okay, jetzt Blickies. Okay. Ja, mein Fehler. Alles klar. Nochmal bitte von vorne. Oben steht Red. Red. R-E-D. Eine rechte Spalte in der Mitte steht U. U. Da muss ich hier bei U gucken. U, 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 U. Nö, man könnte es auch alphabetisch ordnen, ne? Okay, ich hab U. Du musst jetzt einen Knopf drücken. Ja. Und zwar dessen Aufschrift als erstes mit einem Wort aus denen, die ich jetzt vorlese, übereinstimmt. Ja. Also Sure. Nein. You. Ja. Also nein, halt. Einfach nur ein Buchstabe U. Nein, you are ausgeschrieben. Müsste es sein. Aber ohne Apostroph. Your. Y-O-U. Abstand A-R-E. Nee, aber nicht, aber nicht. Okay. Your. Ja, ohne Apostroph, ohne alles. Ja, Y-O-U-R. Drücken. Ja, mach mal. Korrekt. 40 Sekunden. Oben steht nothing. Dritten Schritt. Nee. Oben steht nothing. 33 Sekunden. Oben steht nothing. Okay, nothing. Okay, steht irgendwo. U-H-H-H. U-H, Abstand, H-U-H. Nein, nein. Right. Englische rechts? Nein, nein, nein. Okay ausgeschrieben? Nein. Middle? Nein. Yes? Nein. Blank? Nein. No? N-O? Nein. Press? Nein. Left? Nein. What? Nein. Wait? Nein. First? Wir sind tot. Nothing? Ah! Warum? And nothing else matters. Ah. Weißt du noch, ob ready da stand irgendwo? Nee, stand auch nicht da. Glaube ich. Yeah. Ready? Doch, ready könnte da gestanden haben. Ah. Nochmal. Ja. Mal, ich, wir kriegen es hin, Alter. Wir kriegen es hin. Okay. Neue Bombe, 5 Minuten. Ja. Zeit läuft. Wir haben Tastatur. Okay, fang mal an. Wir haben ein Sternumriss. Ja. Wir haben ein Lambda. Wir haben das halbe Gürteltier. Und wir haben, was aussieht wie ein R, wo der Strich nach unten fehlt. Oh je. Okay, Stern, Lambda, Gürteltier und ein halbes R. Ja, ja? Ein R, wo halt der Strich ja, ja, fehlt. Ja, okay, also Gürteltier, so. Ja. Das R, ja. Lambda, Stern. Entschärft. Roter Knopf. Roter Knopf. Wo drauf steht Abort. Leck, die können wir schaffen. Gedrückt halten. Rotes Licht. Rot bedeutet bei einer 1 loslassen. Jawohl, die 1 kommt. 4, 3, 2, 1. Entschärft. Labyrinth. Ah, das mag ich. Ich auch. Also. Wenn ich es verstanden habe. Gell, jetzt wollen wir es wissen. Die erste Markierung ja. ist in der oberen Zeile. Ja. In der zweiten Spalte. Okay? Ja. So, die letzte Nein. Doch? Ja, ich muss sie finden. Achso. Obere Zeile? Obere Zeile, zweite Spalte. Ist Markierung. Nein. Guck mal, ob es eine zweite Seite gibt. Ganz sicher. Also wirklich erste Zeile, zweite Spalte. Ist eine Markierung. Erste Spalte, zweite Zeile? Nee. Nee, nee, nee. Erste Zeile. In der ersten Zeile. Zweite Spalte. Oh Gott, bin ich dämlich. Ja, natürlich, da ist. Okay. Und die zweite Markierung ist in der letzten Zeile, zweite Spalte. Also die okay, sind, direkt die sind, runter. Genau. Okay, let's go. Der rote Punkt ja? befindet sich
in der ersten Zeile. Nein, stopp, in der ersten Spalte. Ja. Auf der zweitletzten Zeile. Okay, das ist rot. Der Ausgang. Okay. Oder nee, weiß halt. Ja. Ist zwischen den beiden Markierungen. Ja. Also in der zweiten Spalte, in der dritten Zeile. Okay, oh leck, wir haben langen Weg. Eins nach links. Zwei ja. nach oben. Eins, zwei, drei nach rechts. Einmal runter. Einmal rechts. Einmal hoch. Einmal rechts. Zweimal runter. Links. Runter. Zweimal links. Einmal runter. Zweimal rechts. Einmal runter. Eins, zwei, drei, vier links. Und einmal hoch. Entschärft. Knopf, der hat mehr Memory, haben wir noch. Oh. Aber ich habe meinen Stift. Sehr gut. Das ist eigentlich Cheating. Zwei Minuten. Das ist kein Cheating. Es steht eine 4. Dann vierte Position drücken. Okay, Moment. Jawohl. Es steht die 2. Selbe Position wie in der ersten Runde anklicken. Jawohl. Es steht die 1. Die 1. Drücken Sie den Knopf mit der gleichen Aufschrift wie Runde 2. Mit der gleichen Aufschrift. Jawohl, das kann ich. Es kommt die 4. Drücken Sie den Knopf mit der gleichen Position wie Runde 2. Position Runde 2, okay. Jawohl. Und zu guter Letzt haben wir noch die 2. 2. Drücken Sie den Knopf mit der gleichen Aufschrift wie Runde 2. Gleiche Aufschrift wie Runde 2. Das ist der Ghetto-Faust wert. Ghetto-Faust hat da! Sehr gut. Komm, wir machen noch eine. Was sind wir jetzt levelmäßig unterwegs? Ich hab's noch nicht verstanden. Ich gucke jetzt mal schnell auf den Bildschirm. Ja, du darfst jetzt kurz da gucken. Okay. Wir kommen jetzt ins letzte Level von Stufe 2 quasi. Ja, pick up the pace. Ah, das haben wir alles durchgespielt? Das da oben, das war für mich die ersten beiden, das war unsere First Bomb okay. und die drei haben wir jetzt gelöst. Okay, jetzt sehe ich auch mal, wie das Spiel aussieht. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Okay, machen wir die noch. Ja, aber hallo. 3 Minuten, oh, oh. 3 Module, 3 Strikes. Oh, das wird heftig. 3 Minuten ist weniger. Ich muss einfach schneller blättern. Okay, Start. Ja. Aber jetzt haben wir ja echt schon viel Übung, dadurch, dass wir so viel gefailt haben. Ja, aber wir haben ja noch viele Themen, die noch gar nicht vorkamen hier in diesem. Ja, das stimmt auch wieder. Aber vielleicht kommen die gar nicht vor Level 2. Okay, es geht los. Ja. 3 Minuten. Wir haben Kabel. Ja, lass uns anfangen. 4 Kabel. Ja. 3 schwarze und 1 rotes. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Durch das zweite Kabel. Schneid es durch. Okay. Memory. Soll ich nicht so negativ? Jawohl. Wir haben die 3. Wir haben die 3, dann drückst du in der dritten Position den Knopf. Okay, wir kriegen, das dauert immer so lange, Alter. Wir kriegen die 4. Das heißt, gleiche Position wie Runde 1 drücken. Okay. Wir haben die 4. Das heißt, Debatten mit 4. Echt? Ja. Okay. Wir haben. Glaubst du mir nicht? Wir haben die 3. 3 bedeutet. Gleiche Position wie Runde 2. Sagen wir mal, wurde mich verarscht. Okay, und wir haben die 1. Die 1 heißt Knopf mit derselben Aufschrift wie Runde 1. Wie Runde 1. Okay, entschärft. So, jetzt haben wir noch Simon Says. Ich guck nach der Seriennummer. Ja. Wir haben in der Seriennummer kein Vokal. Perfekt, alles klar, was blinkt? Moment, gelb. Gelb blinkt. Und wir haben keine Strikes. Okay, bisher. Dann rot. Jawohl. Gelb-rot. Gelb-rot. Dann machst du blau. Oh. Alter! Jetzt haben wir einen Strike, aufpassen. Es blinkt gelb-rot. Gelb-rot. Rot. 2 Strikes. Das gibt's noch nicht. Es blinkt. Gelb-rot. Gelb hat vorhin auch als erstes geblinkt, ja? Ja, ja, ja. Dann. Rotes Blinken. Drückt gelb.
Oh Gott. Beim besten Willen, ich verstehe es nicht. Komm, die machen wir nochmal, geht eh nur 3 Minuten. Kann man im Internet irgendwo rausfinden, welcher Typ das übersetzt hat? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Ja, kann man, aber ich glaube es nicht. Weil ich glaube es auch nicht. Nee, das ist jetzt schon 20 Tage her, seit er es übersetzt hat. Spielen so viele Leute. Achtung, es geht los, oh mein Gott! Bin einfach zu dämlich. Wir haben Tastatur. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir. Ja, komm, Tastatur, komm. Tastatur. Wir haben das O mit dem Penis. Ja. Wir haben das Lambda. Ja. Und wir haben das umgedrehte C mit dem Punkt. Ja. Und wir haben die Pyramide mit dem T. Okay, also O, Pyramide, Lambda, C. Entschärft. Wir haben Labyrinth. Jawoll. Oh Gott, es wird aber zeitlich, wird es jetzt echt eng. Nein, nein, das passt. Doch, wir haben noch Memory danach. Ja, ich, wenn ich die Seite finden würde, ja, ich hab's. Also, erste Markierung. Ja. Erste Zeile. Ja. Vierte Spalte. Okay? Ja, hab ich, okay. So, nächste Markierung. Ja. Dritte Spalte. Vierte Zeile, okay. Genau, genau. Ja, der rote Punkt ist direkt unter der ersten Markierung, wo ich dir genannt habe. Ja. Der weiße Punkt, oh mein Gott, der ist fünfte Spalte, fünfte Zeile. Also quasi, wenn du ganz unten rechts bist, diagonal 1 hoch. Okay, alles klar. Okay. Da ist der, wo ist der? Was ist da, rot oder? Weiß. Weiß. Und der rote ist direkt unter der ersten Markierung. Genau, genau, genau. Und was muss jetzt wohin? Das weiße Licht muss zum Dings. Okay, also, 1, 2 nach links. Jawohl. 1 hoch. Jawohl. 1 links. Jawohl. 1 hoch. Jawohl. 1, 2, 3 rechts. Ja. 1 runter. Oh Gott. Ja. 1 rechts. Ja. 1, 2, 3 hoch. Ja. 1 links. Ja. 1 runter. Ja. 1 links. Entschärft. 1 Minute und 20 für Memory. Ja. Wir haben die 4. Alles klar, das heißt, vierte Position. Jawohl. Wir haben die 2. Selbe Position wie Runde 1. Jawohl. Wir haben. Locker flockig. Die 1. Die 1. Button mit der Aufschrift wie Runde 2. Jawohl. Wir haben die 4. Scheiße. Drücken Sie den Knopf mit der gleichen Position wie Runde 2. Ah, wir haben die 2. Nein, 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 stopp, stopp. Wir haben die 3. Die 3. Der Knopf mit der gleichen Aufschrift wie Runde 4. Wie Runde 4, gleiche Aufschrift. Entschärft, Baby. Fuck you, Bomben-Taliban, alle Attentäter. Ohne Witz, fuck you. Fuck you, crack-ass, Nigga. Oh. Oh Gott, mein Herz. Das ist echt aufregend, gell? Ja, okay. Also, haben wir Level 2 noch geschafft, glaube ich. Ja. Ich will gerade mal sehen, was Level 3 uns erwarten würde. Ich sehe es gerade, es gibt noch ein Thema, das nennt sich komplizierte Kabel. Oh Gott im Himmel. Oh ja. Also, meine lieben Freunde, wir machen an dieser Stelle Schluss. Hammer, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, denkt bitte dran, das Video positiv zu bewerten. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni. Ich bin der Arme. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Bye.